Hallihallo Minecraft-Freunde, heute zeige ich euch, wie man diesen super tollen Skybones optimierten Cobble-Generator baut, beziehungsweise Cleanstone-Generator. Viel Spaß beim Tutorial. Ihr seht, ich bin hier auf einer vollkommen neuen Map. Diese habe ich frisch erstellt und es wird meine Tutorial-Welt und es gibt hier jetzt ein Schild. Das ist der Cleanstone Generator für Skybones optimiert. Das ist das, was ich auf meiner Insel gebaut habe, denn wenn ihr selbst auf Skybones spielt, wisst ihr, das Redstone dort ist ziemlich broken und dadurch muss ich mir ein paar Alternativen einfallen lassen und ich würde sagen, ich demonstriere es erstmal. Man kann ihn hier auf diesem Knopf starten, dann beginnt das. Auf Skybones arbeitet das natürlich nicht so schnell, ist auch ein bisschen laut. Und ihr seht, es funktioniert so, dass der Cleanstone, der generiert wird, durch die Pistons nach vorne geschoben wird. Und sobald der ganze Cleanstone hier darauf geschoben worden ist, okay, habe ich jetzt hier natürlich einen Block falsch gebaut. Tut mir leid, dass ich jetzt nicht richtig zeigen konnte. Egal, ich brauche jetzt einfach mal manuell zu. So wird diese komplette Wand jetzt nach oben getragen. Das funktioniert natürlich auf Skybones jetzt nicht ganz so schnell, aber genauso gut und dann könnt ihr euch hier oben hinstellen, wenn der Cleanstone hier ist und einfach abbauen. Okay, wie mir gerade aufgefallen ist, habe ich doch nichts falsch gemacht. Das hat nur auf der einen Seite denken gedauert, weil, keine Ahnung, irgendwas verrutscht ist. So, ihr seht, man kann sich jetzt hier wunderbar hinstellen, den Cleanstone abbauen, damit Erze farmen, die man aus dem Cleanstone bekommen kann und das ist sehr praktisch. Ich zeige euch jetzt mal, wie es gebaut wird. Kommen wir erstmal zu den Materialien. Ihr benötigt für den Generator 2 Lava-Eimer und 3 Wassereimer. Und ich würde euch außerdem noch empfehlen, 2 Werfer zu nehmen. Das muss man aber nicht machen. Man muss sich halt dann nur ziemlich beeilen und das richtige Timing erwischen. Wenn ihr die Werfer verwendet, dann benötigt ihr dazu zusätzlich noch einen Knopf. Wie gesagt, das ist aber kein Muss. Dann benötigt ihr für den Bau des Redstone-Mechanismus 20 Kolben, 2 Sticky Pistons, klipprige Kolben, 2 Trichter, das ist insgesamt das teuerste, 1 Redstone-Block, 1 Comparator, 7 Repeater, ein bisschen Redstone und alternativ könnt ihr auch noch 2 Redstone-Fackeln nehmen und dazu braucht ihr dann erneut 2 Sticky Pistons und 1 Redstone-Block mehr, aber wie gesagt, das ist nichts, was man dazu bauen muss. Also das hier könnt ihr noch alternativ wählen. Natürlich benötigt ihr noch Building-Blöcke und ganz wichtig, das brauchen wir, Öfen. Ihr könnt auch Obsidian verwenden. Auf jeden Fall ganz wichtig, irgendeinen Block, den man nicht mit Pistons verschieben kann. Für den Generator an sich, also das, was dann den Cleanstone produziert, erstellt, braucht ihr jetzt erstmal eine Grundplattform von 3x11 Blöcken. Darauf baut ihr dann ein solches Gerüst, wie das, was ich hier jetzt habe. Das ist das, wo dann das Wasser hineinkommt. Dann platziert ihr in die eine Ecke einen Wassereimer, in die andere Ecke und in der Mitte, wo sie sich treffen, auch noch einen. Da, wo diese Wasserströme sich jetzt treffen, platziert ihr jeweils einen Piston hin, beide in die Richtung, wo dann später eure Maschine entstehen soll. Ich habe das jetzt hier natürlich auf der falschen Seite gemacht. Ich würde das jetzt direkt auf meine Insel zuschieben. Also immer in die Richtung, in die ihr es haben wollt. Diese und in diese. Anschließend müsst ihr jetzt hier oben darauf einen kleinen Turm bauen, muss man nicht so umranden, kann man auch einfach so hier umranden, aber ja, ich finde es sieht ganz nice aus, wenn man das so macht, wie ich es jetzt gleich mache. Dann, das ist jetzt wahlweise, könnt ihr hier oben Werfer reinplatzieren, dann wieder zumachen, schließen, diese Werfer jetzt verbinden, Redstone draufpacken, einen Knopf da dran platzieren und in die Werfer einen Lava-Eimer reinlegen. So. Und jetzt könnt ihr auf Knopfdruck gleichzeitig die Lava erstellen. Wie gesagt, das ist sehr empfehlenswert, ist aber kein Muss. Jetzt entfernt ihr die Blöcke gegenüber von den Pistons, also genau hier. Und ihr seht, hier ist bereits Cleanstone entstanden. Wenn ihr den abbaut, wird er auch wieder entstehen. Auf dieser Seite genauso. Genau. Wenn so, als nächstes brauchen wir eine Clock, die funktioniert. Und das Problem ist, dass auf Skybones Clocks gepatcht sind. Das heißt, man kann theoretisch eigentlich gar nichts vollautomatisch bauen. Es gibt jedoch noch eine Möglichkeit, was ich nach ein bisschen Tüfteln herausgefunden habe. Und zwar funktioniert das mit Hilfe von Trichtern. Also mit einer Trichterglock kann man das relativ easy bauen.
Und wer eine Trichterglock nicht kennt, das funktioniert so, dass man zwei Trichter hat, diese ineinander zeigen lässt, so. Und dann ein Item reinwirft. Okay, ich habe das jetzt eins falsch gebaut. Eins weiter nach hier hinten. Ein Comparator dran packt und ein Item ranwirft. Und der Comparator tickt dann jedes Mal, wenn das Item in den Trichter gekommen ist. Und ihr seht, die Trichter zeigen ineinander. Das heißt, es geht immer hui, 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 hui. Die Items switchen da immer durch. So, das müsst ihr jetzt bauen. Und 1, 2, 3, 4, 5 Items der Sorte, ja, Sorte ist egal, müssen sich nur stacken. 5 Items hineinwerfen und es müssen ganz unbedingt 5 Items sein. Also das ist sehr wichtig, ansonsten funktioniert es auf Skybones nicht. Das ist nämlich das Timing, was man dann benötigt. Als nächstes platziert ihr hier hinten eine Reihe Blöcke hin bis zum letzten Pisten, platziert Redstone da oben drauf. Und verbindet nun, ihr müsst erst hier einen Repeater dran platzieren, einen Block davor, und nun dieses Redstone-Signal verbinden, sodass, sobald hier ein Item drin ist, die Pistons automatisch nach vorne schieben, und ihr seht, da kommt auch bereits der erste Cleanstone heraus. Das ist jetzt das System, wo es nur nach vorne geschoben wird. Wir wollen jetzt natürlich, dass das Ganze auch nach oben geschoben wird, dass man dann so eine kleine Wand hat, wie man es hier vorne sieht. Dabei müssen wir jetzt hier vorne, wenn der Cleanstone herauskommt, diesen abgreifen. Dazu platzieren wir hier zwei Pistons hin und leiten einmal dieses Redstone-Signal hier kann. Ja, jetzt wieder weg, brauchen wir nur am Anfang. Und dazu leiten wir jetzt einmal das Signal von hier nach oben auf diesen Generator drauf. Diese Stelle hier lasse ich mal frei, warum zeige ich euch noch. Und verbindet das. Dann packt man hier einen Repeater dazwischen mit genau einem Tick. Und das ist jetzt eine sehr wichtige Sache. Hier vorne muss nun ein Ofen dran platziert werden. Das sorgt dafür, dass die Blöcke, selbst wenn diese Pisten aus irgendwelchen Gründen nicht funktioniert, nicht weiter nach vorne geschoben werden und das System möglicherweise zerstören. Wenn wir das Ganze jetzt mal testen, das heißt hier wieder ein Item in die Trichter reinwerfen, werdet ihr sehen, dass die auch bereits rausgeschoben werden, die Cleanstones. Und das ist jetzt erstmal das, was wir erreichen wollen. Das nächste Problem auf Skybones ist, dass Pistons nur einen Weg von maximal 5 Blöcken zurücklegen können, bis sie nicht mehr schieben. Das heißt, man kann 6 Blöcke zusammenreihen. Das heißt, die Reihe dort kann maximal 12 Blöcke statt in Minecraft 24 Blöcke lang sein. Keine Ahnung, warum das halbiert wurde, ist halt so. Und um das zu erreichen, nehmen wir jetzt hier von diesen zwei Blöcken oder von diesen zwei, das ist egal, einfach mal eins runter und dann bauen wir 1, 2 und 3 nach vorne. Und dann können wir hier von diesem Block aus 1, 2, 3, 4, 5, 6 Pistons, die nach oben zeigen, platzieren. Hier ebenfalls 1, 2, 3, 4, 5, 6. Das ist nun die Fläche, wo der Cleanstone darauf geschoben werden soll. Der Cleanstone wird momentan nur bis hierher geschoben. Und um das zu ändern, bauen wir jetzt erst einmal hier einen Piston hin, der den Cleanstone, der von hier, wo ich gerade bin, kommt, nach drüben schiebt. Dasselbe auch auf der anderen Seite. Und jetzt gucken wir. Der Cleanstone hierhin muss auf dieser Linie kommen. Und der Cleanstone hier kommt auf dieser Linie. Das heißt, wir platzieren hier den Piston hin, der dann den Cleanstone auffängt. Und wichtig, wieder einen Ofen, dass das nicht überschoben wird. Heißt das so? Habe ich jetzt einfach so definiert. Es wird überschoben. So, dasselbe wieder auf dieser Seite hier. Hierhin kommt der Piston. Hierhin kommt der Piston. Wieder drüben. Und ihr seht, das ist ein bisschen unsymmetrisch. Es liegt daran, weil wir hier eine Mitte haben und hier nur eine Hälfte. So. Hier wieder ein Ofen dran. Auch hier wieder ein Ofen dran. Ach, komm schon. So, genau. Jetzt müssen wir das Ganze nur noch richtig verkabeln. Hier dieser hier können wir jetzt natürlich kein Redstone hinplatzieren. Das würde zerstört werden vom Cleanstone. Das heißt, wir müssen von diesem Block hier ausgehen. Platzieren hier einen Repeater. Gehen nach unten. Dann bauen wir uns hier so eine Brücke lang. Bis zu diesem
Pisten, platzieren auf diesen Pisten, ne, einen Block, dann platzieren wir auf diesen Block noch einen Redstone, nach hinten auf den Ofen einen Repeater, muss jetzt nicht auf dem Ofen sein, Hauptsache es ist ein Repeater da mit genau einem Tick. Die Ticks passen alle so, also die Repeater müssen hier überall nur einen Tick haben und einen Redstone nach da. Damit sorgen wir jetzt dafür, dass diese drei Pistons mit einer Verzögerung von einem Tick angesteuert werden. Dasselbe tun wir nun auch hier drüben. So, zack, 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 zack. Falls diese Gefahr besteht, dass das hier sich verbindet, dann baut einfach die Blöcke so hier um, dass es sich nicht mehr verbindet. Also einfach das Ganze um eins verschieben nach rechts oder ja, nach rechts ist das. So, genau, dann passt das. Jetzt wird natürlich gerade Nacht, das ist ungünstig. Time set day. Und jetzt funktioniert diese komplette Verkabelung schon, dass die Cleanstones hier hingeschoben werden. Natürlich habe ich Dödel es jetzt geschafft, etwas falsch zu bauen. Und zwar habe ich jetzt eine unendliche Signalquelle erschaffen, da dieser Block mit dem hier oben connected. Das heißt, man muss hier oben noch einen Block draufsetzen. Das habe ich nur nicht gesehen gehabt. So. Genau. Okay, sorry für dieses kleine Fail. Genau. Jetzt funktioniert das Ganze und der Cleanstone wird hier zusammengeschoben und ihr seht, es funktioniert 1A. Auf Skybones funktioniert es jetzt weniger schnell, weil das dann immer mal so leckt. Oh, hier vorne habe ich das Redstone vergessen. Und ihr seht, das wird jetzt hier zusammengeschoben, funktioniert alles perfekt. Und jetzt brauchen wir natürlich noch irgendeinen Mechanismus, der das Ganze nach oben schiebt. Und dazu habe ich mir einen ganz speziellen Mechanismus, der generell eher weniger bekannt ist, zunutze gemacht. Und zwar ist es das Bauen eines Butt-Switches, so heißt das Teil. Dabei wird ein Block-Update ausgelöst, sobald ein Block da ist, der davor noch nicht da war, löst das aus. Denn das Problem ist, dass man keine dauerhafte Clock an diese Pistons anschließen kann, da diese sonst auf Skybounds zerstört werden. Ja, das Redstone ist da ein bisschen broken. Hierfür müssen wir jetzt gucken, an welcher Seite die Blöcke am schnellsten da sind. Dazu bauen wir am besten noch einmal ab. So. Und starten erneut den Generator. Und gucken, an welcher Stelle der Cleanstone als letztes angekommen ist. Das ist die Stelle, an dem wir dann den Block platzieren müssen. Und ich vermute einfach mal, dass es diese Stelle hier sein wird. Und damit liege ich auch komplett richtig. So, das heißt, wir müssen jetzt hier an dieser Stelle, das ist vom dem Ofen links gesehen, 1, 2, 3, 4, 5 Blöcke entfernt, also der sechste Block, einen Sticky Pisten platzieren. Jetzt mache ich mal hier die Glock wieder aus, die ist ja nervig. Darauf platzieren wir nun einen Steinziegel oder einen beliebigen anderen Building Block, bauen zwei Blöcke darüber einen Sticky Piston hin, der nach unten zeigt. Dann an dem Redstone-Block dran ein Block, darauf einen Repeater, vor dem Repeater einen Block, darauf ein Redstone, über den Repeater einen Block. Ups, nicht verstellen die Ticks, ganz wichtig. Darauf wieder ein Redstone und damit funktioniert jetzt der Butt-Switch. Hierbei wird ein sehr kurzes Signal an den Repeater gegeben und dieses Signal werden wir uns dann zu Nutzen machen, um unsere Pistons hier unten zu bepowern. Das heißt, wir zapfen jetzt das Signal ab, was hier herauskommt, und leiten es hier unten lang. Dazu gehen wir hier entlang. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. Und diese Pistons hier, die dürfen nicht bepowert werden, denn jedes Mal, wenn diese hier beziehungsweise nicht so bepowert werden, dass man hier ein Redstone daneben hat, denn jedes Mal, wenn das Redstone angeht, dann entsteht auch ein Block-Update, denn Redstone ist auch ein Block-Update, wenn es angeht. Dadurch hätte man hier eine Glock, das Redstone wird aktiviert, der Block-Updater geht los und aktiviert das Redstone wieder. Nun platziert ihr auf diesen Blöcken hier, wie gesagt, da einen Platz lassen. Warum da ein Block-Update kommt, weiß ich nicht. Redstone darauf und verbindet das Ganze mit dem Redstone hier oben. Am besten auf dem kürzestmöglichen Weg.
weil Redstone nur 15 Blöcke lang reicht. So, das wäre jetzt die eine Möglichkeit. Ihr seht, das wurde schon fein nach oben geschoben. Und jetzt hier drüben die andere Reihe noch. Zack, wurde auch nach oben geschoben. Tut mir leid für das Skype-Geräusch gerade. So. Jetzt müssen wir noch dafür sorgen, dass diese drei Pistons bepowert werden. Dafür platzieren wir hier Blöcke hin. Und gucken, wo ist die kürzere Seite. Das ist in dem Fall diese hier. Bauen uns so eine kleine Treppe nach unten. Diese Blöcke können wir ja wieder abbauen. Und zapfen dann einfach das Signal mit Hilfe von so einer Treppe von hier oben ab. Bauen das nach hier drüben hoch. Und haben jetzt auch hier ein Signal. Das heißt, diese kompletten Pistons. LOL. Okay, ich habe keinen Plan, wo das Problem war. Auf jeden Fall nicht auf der kurzen Seite, sondern auf der langen Seite. Ich habe einfach mal hier dort drüben bei meiner funktionierenden Maschine, die ich 1:1 abgebaut habe, gespickt. Auf der langen Seite baut ihr dann einfach hier eine Redstone-Leitung nach da drüben. Und wenn jetzt hier ein Block hinkommt, seht ihr, wird er um einen nach oben geschoben. Wenn nochmal einer hinkommt, werden beide um einen nach oben geschoben. Und auf diesem Prinzip funktioniert das Ganze. Das heißt, wir können jetzt hier unsere Clock erneut anschmeißen. Und wir werden sehen, dass das Ganze 1A funktioniert. Hier kommt ein Block hin, das schiebt sich nach oben. Okay, warum sich dieser Block gerade nicht geschoben hat, ist mir ein Rätsel. Gerade eben hat es noch funktioniert. Und ich würde sagen, es liegt daran, dass das Redstone-Signal 1 zu kurz ist, egal. Also baut diese Brücke einfach noch eins weiter nach drüben. Genau, jetzt müsste das Ganze funktionieren. Ich habe das noch eins nach drüben geschoben. Genau. Alle Blöcke werden nach oben transportiert und stacken sich jetzt hier so weit nach oben bis auf die gewünschte Plattform. Auf Skybounce ist es jetzt natürlich 6 Blöcke hoch. Das heißt, ihr könnt von unten abzählen. Wo sind meine Billing-Blöcke hin? Habe ich die gelöscht? Ups. Nehme ich einfach mal das hier. Von unten 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hier oben ist die Grenze. Das heißt, ihr könnt sagen, hier oben ist die Grenze, höher wird es auf Skybounce nie hochgeschoben werden. Also, ja, braucht ihr auch nicht versuchen. Ist einfach so gepatcht. Das heißt, ihr könnt euch hier eine Plattform hinbauen und habt jetzt immer hier eure Cleanstone-Maschine, die hier euch wunderbar Cleanstone herstellt. Bei mir ist das jetzt natürlich immer ein bisschen mehr, weil normal Vanilla hat. Jetzt gibt es noch zwei Sachen, die ich euch empfehlen würde zu machen. Einmal, falls sich das System aufhängt oder falls ihr es pausiert, baut, geht das jetzt? Ja, es geht. Okay, baut hierhin ein Sticky Piston, ups, ein Block falsch, baut hierhin ein Sticky Piston, hierhin, ups, wurde der bepowerte Sticky Piston oder was war das gerade? Genau, baut hierhin ein Sticky Piston. Und dann verbindet ein Redstone-Signal irgendwo nach oben zu eurer Plattform mit einem Knopf daran. Denn, das werde ich euch mal gleich zeigen, wozu das gut ist, sobald sich das Ganze bis 12 Blöcke hochgeschoben hat. 12 Blöcke ist ja das Maximum, was mit den Pistons in Vanilla Minecraft geht. Das sollte bald erreicht sein. Dann zeige ich euch, woran das liegt. Und natürlich, falls ihr dieses komplette System ausschalten wollt, zeige ich euch jetzt eine kleine Schaltung dazu. Darum braucht man die Redstone-Fackeln. Ah, genau. Jetzt seht ihr, was ich meine. Das ist jetzt die maximale Bauhöhe. Und wenn man, maximale Schiebhöhe. Und wenn man das jetzt abbaut, dann wird sich das nicht automatisch wieder hochschieben. Dafür ist der Knopf da. Denn wenn man jetzt den Knopf betätigt, dann wird wieder ein Block-Update dort unten ausgelöst und das Ganze schiebt weiter. Seht ihr? Genau. Funktioniert wieder. Falls das System nun komplett unterbrechen wollt, baut ihr einen sogenannten T-Flip-Flop. Das ist eine ziemlich einfache Redstone-Schaltung. So eine Standard-Redstone-Schaltung für alle, die sich damit auskennen. Wird immer mal benötigt. Und diese basiert darauf, dass man hier einen Knopf drückt und damit den Redstone-Clock verschiebt und somit ein dauerhaftes Signal bekommt. Wie gesagt, jetzt könnt ihr mit diesem Knopf hier euer System entweder starten oder halt stoppen, mit dem Knopf hier oben es weiter schieben lassen, wenn es sich blockiert hat, und weiterhin Cobblestone abbauen, Cleanstone abbauen.
durch diesen Cleanstone könnt ihr dann nice Erze bekommen. Und ich würde sagen, das war's jetzt mit dem Tutorial. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Es war sehr lang und komplex, ausführlich. Aber so ist diese Maschine halt, weil eben auch komplett der Server ein bisschen broken ist. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Wenn ja, zeigt mir es mal mit einer positiven Bewertung. Wenn ihr Freunde habt, denen das auch gefallen könnte, teilt das gerne mit ihm. Darüber freue ich mich immer, wenn neue Zuschauer auf meinem Kanal kommen. Oder wenn ihr mich supportet, eins von beiden. Oder am besten beides. Also, wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis denn. Ciao, ciao.